Drei Frauen und drei Männer konkurrieren um die wichtigste Auszeichnung der deutschen Buchbranche. Zum 11. Mal wird der beste Roman des Jahres gesucht. Hier sind die Favoriten. Jenny Erpenbeck. Gehen, ging, gegangen. An einem Donnerstag Ende August versammeln sich 10 Männer vor dem Roten Rathaus in Berlin. Sie haben beschlossen, heißt es, nichts mehr zu essen. 3 Tage später beschließen sie, nun auch nichts mehr zu trinken. Ihre Hautfarbe ist schwarz. Ein Akt der Verzweiflung, mit dem Asylsuchende in Berlin auf ihr Schicksal aufmerksam machen wollten. Im Buch wie in der Realität. Mit diesem Protest begannen die Recherchen von Jenny Erpenbeck. 1,5 Jahre lang ist sie für ihren Roman in den Alltag von Menschen eingetaucht, denen nicht viel mehr als das nackte Leben geblieben ist. Wie geht man mit Verlust um? Wie geht man damit um, dass die Biografie so Brüche hat? Wie geht man damit um, dass die Identität plötzlich ganz neu definiert werden muss, wenn eigentlich alles weg ist, was man bisher gekannt hatte? Im Roman stellt diese Fragen Richard, emeritierter Altphilologe auf der Suche nach neuem Sinn. Er nimmt Kontakt auf zu den Flüchtlingen und erfährt von den Kriegen in ihrer Heimat, ihren Irrfahrten, ihrem Kampf mit der deutschen Bürokratie. Unerwartet entsteht Nähe zwischen den Männern aus Afrika und dem Professor aus der ehemaligen DDR. Es gab einen großen Umbruch, der stattgefunden hat, obwohl man vielleicht den Ort, an dem man gelebt hat, gar nicht verlassen hat. Und das ist, glaube ich, schon ein Erfahrungsvorsprung, den man als Ostler hat. In Gehen, Ging, Gegangen wagt Jenny Erpenbeck eine kleine Utopie. Ein Appell an die Zivilgesellschaft und eine Erinnerung an die Werte, für die Europa eigentlich steht. Rolf Lappert, über den Winter. Ein Konzeptkünstler, dem das Konzept für die Kunst und sein eigenes Leben abhanden gekommen ist. Rolf Lapperts Hauptfigur ist ein Mann in der Krise. Lennart Zahlenball, 50, mit weniger Freunden als Fingern, Zeuge eines weiteren Endes, eines Beginns, triumphierender Archivar seiner Niederlagen, ein ehemaliger Mitschwimmer in den Strömen zwischen New York und Miami, Kassel und Basel. Der Tod seiner Schwester führt den unsteten Weltenbummler nach Hause, nach Hamburg. Hamburg ist Weltstadt, Hamburg liegt am Meer, Hamburg hat alles, was ich für diese Geschichte brauchte. Eine tolle Mischung. Im Multikulti-Stadtteil Wilhelmsburg zieht Lennart erst einmal ein, bei seinem pflegebedürftigen Vater. Und beginnt, die Familiengeschichte aufzurollen, mit ihren Geheimnissen und Konflikten. All das, was ihn einst hinaus in die Welt getrieben hat. Im Verlauf des Romans merkt er dann, dass das Familie vielleicht doch auch etwas ist, was einem ein bisschen Halt im Leben gibt. Je älter man wird, desto mehr überlegt man sich, wo will man den Rest seines Lebens verbringen? Was ist einem wichtig? Über den Winter erzählt vom späten Erwachsenwerden. Ein Roman über Verantwortung und Empathie in einer aus den Fugen geratenen Welt. Inger Maria Malke, wie ihr wollt. Sie hat's gewagt. Einfach so, ohne Netz und doppelten Boden, rein ins 16. Jahrhundert. Bis jetzt feierte man Inger Maria Malke für ihre messerscharfen Gegenwartsgeschichten. Und jetzt ein historischer Roman im Tudor-Gewand? Ich fand alle 3 Bücher, darf man sich eins erlauben? Und ich wollte etwas machen, was einfach nur mir Spaß macht. Vielleicht brauchte ich auch einfach nur eine Entschuldigung, um mir britische Archäologie-Dokumentationen auf YouTube anzugucken, stundenlang. Unzählige Details dieser Recherche sind eingeflossen in diese Geschichte um Macht, Intrigen und Selbstbehauptung. Mittendrin eine, die man fast übersehen hätte. Mary Grey, eine kleinwüchsige Adlige, Cousine der mächtigen Königin Elisabeth von England. Mir hat die Perspektive gut gefallen, weil sie so ein bisschen im toten Winkel liegt. Also sie hat alles miterlebt, sie war an allem ganz nah dran.
aber sie war nie im Zentrum. Weil sie Ansprüche auf den Thron stellen könnte, hat man sie unter Hausarrest gestellt. Von hier aus beobachtet, wettert, schreibt Mary über blutige Familienfäden und fein ziselierte Machtspiele am Hofe. Und über die Wut, unterschätzt zu werden, für die Welt unsichtbar zu sein. Niemand schreibt mir. Niemand will mich ins Ausland bringen und mit einer Armee zurückschicken. Niemand bietet seine Hand gegen meinen Namen. Ich bin die Unwahrscheinlichkeit. Ich weiß, wie sie mich ansahen. Eine Sprache, kühl, rotzig, so ganz ohne Schnörkel. Inga Maria Mahlke erzählt in »Wie ihr wollt« eine moderne Emanzipationsgeschichte vor historischer Kulisse, die bis in die Gegenwart hallt. Ulrich Pelzer, das bessere Leben. Eine Stadt, ein Hotel in Sao Paulo, Zürich, Amsterdam, irgendwo. Hier beginnt der Roman von Ulrich Pelzer. Hier macht er Station. Seine Figuren schwimmen im weltweiten Warenstrom. Sales Manager, Geldjäger, eingefroren für Momente. Als er auf seine Armbanduhr sah, kurz nach drei sprang die Klimaanlage an und zugleich erfüllte ein leises Rauschen jeden Winkel des Hotelzimmers. Die Stunde des Wolfs, dachte er, musste lächeln, des einsamen Jägers. Der Roman rast durch Raum und Zeit, schnell, sprunghaft, Zusammenhänge sprengend. Wo sind wir? Wer spricht? Den roten Faden weben wir uns selbst. Das ist ja gerade der Reiz, also das sozusagen die Zusammenarbeit zwischen dem Leser und dem, was auf den Seiten steht. Ich habe keine Botschaft. Es geht eigentlich darum, schon eine Analyse vorzunehmen, wie sieht die Welt in meinem Blick aus, aber nichts zu beweisen. Die große Erzählung heißt heute Geld, heißt Kapital. Das war einmal anders. Das 20. Jahrhundert, auch eine Epoche der gescheiterten Utopien. Der Traum von einem besseren Leben. In Kent, Ohio, endet er 1970 blutig. Polizisten erschießen Studenten. Jede Vorstellung davon, dass ein besseres Leben etwas mit einer kollektiven Anstrengung zu tun haben könnte, die scheint verloren gegangen zu sein. In Zukunft kann man nur dann gewinnen, wenn so ein Moment des Utopischen da drin ist. Überall und nirgends. Ulrich Pelzer schaut melancholisch auf die Geschichte. Mit mehr als nur einem leisen Bedauern. Monique Schwitter. Eins im anderen. Wie schreibt man über sie, die Liebe? Dieses Gefühl, das uns frei macht und zugleich in Ketten legt. Geht das ohne Kitsch, ohne Zuckerguss, ohne Pathos? Selber schuld, wenn man glaubt, man könne die Liebe packen, untersuchen und vor allem verstehen. Sie versucht es trotzdem. Monique Schwitter, Schauspielerin, Regisseurin, Schriftstellerin. Ihr Roman, 12 Kapitel, 12 Männer, 12 Spielarten der Liebe. Eins im anderen. Ich fand es interessant, unter anderem auch, einfach als Frau hinzugehen, eine Anlage mir auszusuchen, die mich zwingt, 12 Männerfiguren zu entwerfen. Ich hatte bisher eigentlich oft Frauenfiguren in meinen Büchern und ich fand das reizvoll. Auch diese Aufforderung an mich selber, schreib diese 12 Männer. Und was für Männer? Abgehalfterte Regisseure, Lügner, Softies, zusammengewürfelt vom Leben. Eine Schriftstellerin googelt eines Abends den Namen ihrer ersten Liebe. Die Nachricht von seinem Tod eröffnet den Männerreigen. Eine Suche beginnt. Die Suche nach den einstigen Geliebten, Gefährten. Sie tragen die Namen der 12 Apostel. Ich habe also einerseits das, was ich herausgefunden habe über die Apostel, genommen und in diese ganz handfesten, realen, heutigen Männerbiografien hineingepackt. Und man kann das lesen, also man wird diese Spuren wiederfinden, aber man muss es nicht. Eine Liebesbilanz mit Heiligenschein? Keineswegs. Monique Schwitter seziert vielmehr ein Gefühl, sein Kommen und Gehen und das, was es zusammenhält. Frank Witzel. Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969.
Sommer 1969. Drei Teenager auf der Flucht. Alle sind Mitglieder der neu gegründeten Rote Armee-Fraktion. Ihr Logo, abgekupfert vom örtlichen Turnverein. Die echte RAF gibt es noch gar nicht in diesem Roman mit dem wahnwitzigen Titel Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Was für ein rasanter Einstieg, den sich Frank Witzel für seinen Roman ausgedacht hat. Er beschreibt darin eine Jugend im Westdeutschland der 60er Jahre, genauer im hessischen Biebrich. Über allem liegt Muff und Piefigkeit, aber auch Aufbruch. Mich hat es einfach fasziniert, einen Punkt zu finden, an dem eine gewisse Naivität, Unschuld in der Entwicklung eines Jugendlichen zu einem Ende kommt. Noch ist die Welt des 13-jährigen Timo durchdrungen vom reaktionären Denken der Nachkriegszeit und den Moralvorstellungen der katholischen Kirche. Und doch ist überall der Beginn einer Revolte zu spüren, die das Land verändern wird. Kein Wunder, dass ein junger Mensch sich überfordert fühlt, der bis jetzt in einem überschaubaren Radius gelebt hat. Was tot ist, wusste ich. Das Laufrad hört in der Nacht zu quietschen auf und am Morgen liegt der Hamster mit abgespreizten rosa Pfötchen im Streu. Es ist vor allem die Musik, die dem jungen Helden hilft, auszubrechen, die ihm auch neue, imaginäre Räume öffnet. Dabei ist die alte Welt keineswegs nur schrecklich. Es gab auch etwas sehr Anheimelndes. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also die Welt war viel geordneter, sie war viel kleiner, sie war viel geborgener. Frank Witzels Roman springt durch die Zeiten und durch die Perspektiven. Ein Buch, prall und dicht. Die Geschichte einer ganzen Generation. Liebesreigen und Sinnsuche. Utopie und Melancholie. Ausflüge in die Historie und Brandaktuelles. Die Shortlist 2015. Mal ausnahmsweise ohne DDR-Roman. Am 12. Oktober wird der Gewinner gekürt. Wir sind dabei.